Frage ist, wie schaffen wir es, Freude am Lernen und auch den Lernerfolg sicherzustellen? Und dazu wird auch weiterhin Analoges gut sein, ein gutes Buch zu lesen, wird auch weiterhin zum Bildungskanon, glaube ich, dazugehören, zumindest wünsche ich mir das. Es wird auch weiter Lehrer geben, das wünsche ich mir auch. Das haben wir in Corona-Zeiten übrigens, glaube ich, alle miteinander gemerkt, dass Bildung nicht nur sowas, ich ziehe mir mal 5 Videos rein und dann weiß ich, wie irgendwas funktioniert. Bildung ist ein sozialer Prozess. Bildung lebt von Gemeinschaft, vom Austausch, vom gemeinsamen Lernen. Das heißt, Schule wird auch weiterhin analog stattfinden. Wir brauchen aber vor allen Dingen die Durchlässigkeit. Sie müssen einem jungen Menschen, der heute eine Ausbildung beginnt, immer noch sagen können, die Option nachher ein Studium aufzunehmen und zu sagen, ich will statt des Facharbeiters, statt des Meisters auch einen Master machen, die muss bestehen. Wer sich nicht mehr auf lange literarische Texte konzentrieren kann, lässt sich dann auch ganz schnell auf einfache politische Antworten ein. Das heißt jetzt was? Das heißt jetzt was? Selber denken ist nicht verboten. Oder um mit Immanuel Kant zu sprechen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Toll! Ja, sonst hätte ich es nicht gesagt.